Hallo zusammen, ich habe eine Zuschaueranfrage. Was denn so eine Batterie passiert bei einem Kurzschluss? Wir sehen hier auf dem Handy, ich habe hier einen Stromverbrauch von 7 Ampere. Das ist dann meine Heizung mit der Lampe. Die ist hier mit 2 so Kabel angeschlossen. Damit wir sehen, ob da was geht oder nicht geht. Und ich habe hier ein dünnes Kabel und hier auch ein dünnes Kabel. Und ich nehme jetzt hier 2 Zangen, weil wenn ich diese Zangen hier, ihr seht, was passiert. Die Batterie ging aus, Kurzschluss, nichts mehr da, fertig, lustig. Jetzt geht es einen Moment und dann soll sie wieder kommen. Oder ist sie kaputt, aber warten wir. Ich habe jetzt natürlich noch meine Lampe angeschlossen. Solange die Lampe daran hängt, geht hier gar nichts mehr. Also heißt, hier Lampe ausstecken, warten, ob die Batterie wieder kommt. Wir sehen, wir haben 12 Volt. Wir hängen hier die Lampe wieder an. Und hier gibt es Licht nicht, aber der Ampere, das war zu viel für die Lampe. Wir sehen, der Strom fließt wieder und wir testen das nochmals. Wir nehmen die Zange, hängen hier zusammen. Kurz geht der Strom hoch und dann schaltet sie ab und hier ist nichts mehr. Also die ist komplett also kurzschlusssicher. Ja, das soll es gewesen sein. Ich mache euch hier ein Video über die Entladung von 2 unterschiedlichen Batterien und hier der Aufbau dieser Batterie. Ja, und hier geht nichts mehr. Sobald ich diesen Widerstand dran habe, geht nichts. Also den wieder abhängen hier. Ich muss ja die Batterie beim Kurzschluss komplett trennen und dann habe ich wieder Strom und dann kann es weitergehen. Aber sobald ich einen kleinen Verbraucher hier habe, geht es nicht. Also Batteriepol lösen, Hauptschalter raus, habe ich hier alles nicht. Ja, das soll es gewesen sein. Schaut die 2 Videos und natürlich könnt ihr wieder mal ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch hier vom Kurzschluss der Batterie. Wirklich zusammenhängen, da geht nichts mehr. Aber die Kabel werden richtig warm. Ich wünsche euch einen schönen Tag.